Über das Wetter können wir uns heute Abend wahrhaftig nicht beschweren, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie daheim am Mikrofon und werden Sie durch dieses hochinteressante Spiel begleiten. Könnte spannend werden, Buschi. Also einen besseren Saisonstart kann man sich nicht vorstellen. Gleich im ersten Spiel einen Sieg. Und die Chance. Und da kann er klären. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Ball ist wieder weg. Giovinco. Er geht hier volles Risiko mit seinem Einsatz. Das muss es doch sein. Ein unfassbares Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schönes Zuspiel. Weg ist der Ball. Naismith. Jetzt wird's gefährlich. Klasse Chance jetzt. Chance lebt noch. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Ja, wir sehen uns die Wiederholung noch mal an. Erst kann der Keeper noch parieren, aber der Rebound, wie man so schön sagt, wird dann genutzt. Kannst du dann auch nicht mehr verhindern. Modric. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Berg. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Jetzt gibt's einen Einwurf. Eto. Jetzt der Ballverlust. Niemeyer. Jetzt vielleicht. Stark, das war Dreierpack. Was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Niemeyer. Der Ballverlust. Glick. Modric. Berg. Gute Chance für eine Flanke. Geht dazwischen und hat den Ball. Ein leichter und überflüssiger Ballverlust. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Oh, da ist er durch. Sucht die Lücke. Geklärt, Ball geht ins Tor aus, gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Weiter geht es mit einem Einwurf. Spielt den Ball. Super Einsatz vom Torhüter.
So, die kurze Variante. Ball kommt rein. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Eto'o. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Berg. Weg. Da wird unter Druck gesetzt. Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Naismith. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Er kann es machen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Weg. Schöner Zweikampf. Giovinco. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Der Angriff könnte was werden. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Modric fängt diesen Ball ab. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Gibt das den Anschluss? Eigentor, das ist immer bitte auch mal eine neue Erfahrung für ihn. Das muss er und das wird er abhaken und daraus lernen. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Und da gibt der Freistoß. Der Ballverlust. Knapp liegen sie vor uns zur Pause in einem atemberaubenden. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Giovinco. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Modric. Glick. Berg. Niemeyer. Geht dazwischen und hat den Ball. Fuchs. Wieder ein exzellentes Zuspiel. Und er schießt. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Der Ball kommt rein.
Wichtig, dass er sich den Ball holt. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Gut verteidigt. Da haben sie jetzt den Ball. Naismith. Eto'o. Klasse Zuspiel. Der muss reingehen. Kein Problem hier. Das Tor macht er ganz abgeklärt. Da bedankt er sich und muss eigentlich gar nicht mehr viel machen. Ein Tor, wie man es auch nur sehr selten sieht. Alles frei, alles offen. Ja, da hat er keine große Mühe. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Glick. Niemeyer. Berg. Erobert er den Ball. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Giovinco. Eto'o. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Geht mit Einwurf weiter. Das könnte vielleicht was werden. Gute Chance für eine Flanke. Den Zweikampf führt er sehr gut. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ja, starker Pass. Er holt sich den Ball. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt ist er durch. Das klare Elfer in dieser Szene. Jetzt könnte es richtig schlimm werden. Ja, sie laufen dem Rückstand hinterher. Und jetzt ist die Chance auf ein weiteres Gegentor natürlich groß. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb. Diesen Elfmeter lassen Sie sich nicht nehmen. Ja, gut verwandelter Elfer. Stimmt. Ja, dass sich überhaupt nicht verrückt machen lassen. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Auf unser Sonderangebot an den Imbissständen. 4 Bockwürste zum Preis von 3. Wir wünschen guten Appetit. Der Ballverlust. Vielen Dank. Ja, schwacher Ball hier. Fängt diesen Ball ab. Berg. Niemeyer. Beck. Er spielt den Pass zurück. Hartes Einsteigen, aber Vorteil. Kein Pfiff. Spiel geht erstmal weiter. Sie verlieren den Ball. Jetzt haben sie den Ball wieder. Sieht gefährlich aus. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Naismith. So
So passiv wie die Spieler auf dem Feld, so passiv sind die Anhänger außenrum. Komische Stimmung. Kennt man sonst von ihnen gar nicht. Sie wissen, so ist mein Eindruck im Moment nicht, wie sie auf diesen eindeutigen Spielverlauf reagieren sollen. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Ja, könnte was werden. Gutes Tackling auf außen. Berg. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Ja, abseits, richtig. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Und jetzt die Chance. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso, der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie, die gestern haben also gewonnen. Das war wirklich ein überzeugendes Spiel. Und das Ergebnis spiegelt so auch den Spielverlauf wider.